Warum hat sich die Jury, für die ich hier stehe, für dieses Projekt entschieden? Ich glaube, jeder weiß, wie wichtig die Prävention von Herz-Kreislauf-Krankheiten ist. Ein ungelöstes Problem und bisher nicht sehr erfolgreich, nicht sehr intensiv betrieben. Und in diesem Projekt ist mit neuen Verfahren und mit neuen Methoden das Problem angegangen worden, quasi modellartig am metabolischen Syndrom. Und es ist ein großes Verdienst, dass ganz unterschiedliche Partner sich hier zusammengetan haben und in einer kontrollierten Studie mit einer Vergleichsgruppe gezeigt haben, dass man durch einen intensiven Dialog zwischen Probanden und Coaches eine unheimlich viel bessere Beeinflussung in der Prävention erreichen kann, als das möglich ist, allein durch technische Dinge, durch Information und diese kontinuierliche Erziehung über mehrere Monate, da gibt es doch große Hoffnung, dass das auf die Dauer die Prävention entscheidend verbessert.